Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Ich gehe dieses Gespräch, das Mose mit dem Gott, der aus dem Dornbusch spricht, führt, Schritt für Schritt weiter. Das sind ja insgesamt zwei Kapitel, dieses Gespräch, und in der Regel wird es nicht ganz gelesen. Canisius TV gibt uns eben die Möglichkeit, mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Also, wir hatten dieses Thema: Ich bin mit dir, ich habe dich gesandt, und als Zeichen dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren. Das haben wir gestern geklärt. Dieser Berg ist der Berg Horeb, vermutlich eben der Berg Sinai oder ein anderer Berg in dem Gebirgsteil um den Sinai herum, in dieser Kreuzung des Golfes von Suez und des Golfes von Aqaba. Und ihr werdet Gott auf diesem Berg verehren. Damit ist noch nicht gemeint der Berg Zion, der liegt in Jerusalem, sondern das ist der Berg, an dem die Tafeln des Dekalogs dann dem Mose überhändigt werden. Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, Gott, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden die mich fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen darauf antworten? Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der Ich bin da. Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen, der Ich bin da hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sagt zu den Israeliten, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer. Und so wird man mich nennen in allen Generationen. Das ist natürlich wieder eine Schlüsselstelle. Wir beten als Christen jeden Tag, fast jeden Tag, wie immer, sie das in ihrem Leben praktizieren, das Vaterunser, dein Name werde geheiligt. Nun gibt es viele Namen in der Bibel. Es gibt zum Beispiel einen Namen, den ich besonders gerne mag, die Magd Hagar wird von Sarai verstoßen, weil sie schwanger ist und den Ismael gebären wird, und die unfruchtbare Sarai empfindet dann eben die Hagar als Konkurrentin, eine Ägypterin im Übrigen, und fordert dann von Abraham, er möge sie verstoßen. Das tut der Abraham auch schrecklicherweise, und dann kommt sie an einen Ort, an einen Brunnen, und da begegnet ihr der Engel des Herrn und tröstet sie in ihrer Verzweiflung. Und dann nennt sie den Ort, er blickt mich schön an. Und dann ist das der Gottesname, du, der mich schön anblickt. Wir hatten das in dieser Geschichte von einer Frau aus den Exerziten auf der Straße, für die der Gottesname geworden ist, du, der du in jedem Atem lebst und lobst. Oder den ich in jedem Atem, den ich höre, gelobt höre. So wäre es vielleicht besser ausgedrückt. Ja, also man kann persönliche Namen finden. Die Muslime haben die berühmte Kette mit den 100 Perlen, 99 Namen Gottes, und dann nochmal den Namen, den man selbst gibt. Und das sind die Namen, die man Gott gibt, aufgrund von Erfahrungen, die man mit ihm gemacht haben. Ich habe ihn ja auch mal meine Exerzitien-Erfahrung auf der Straße benannt. Für mich wäre ein Gottesname der Name Du, der du mich täglich einladen willst. Vor dem Hintergrund der Geschichte, die Sie sich vielleicht noch erinnern. Gott ist eben der mich einlädt. Oder die Person oder das Ereignis, das mich einlädt. Ja. Und das ist ja hier auch der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Also das heißt, dass ich bin der, mit dem eure Eltern Erfahrungen gemacht haben. Der bin ich. Aber ich habe einen Namen darüber hinaus. Und dieser Name ist, ich bin der, ich bin da. Und dieser Name kommt tatsächlich in der Bibel, ich hoffe, ich habe mir die Zahl richtig gemerkt, insgesamt 6837 Mal vor. Das ist der Hauptname Gottes. Ich bin da. Der wird dargestellt in diesen berühmten vier Buchstaben J-H-W-H. Sie denken, ja, J-H-W-H. Und wird von den Jüdinnen und Juden nicht ausgesprochen. Aus Ehrfurcht vor diesem Namen. Nur einmal im Jahr, im Allerheiligsten, im Tempel, sonst nicht. Über diesen Namen wird dann gelegt wie ein Schleier das Wort Adonai. Das übersetzen wir mit Herr. Jeder
Gottesdienst beginnt, der Herr sei mit euch. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei gnädig. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Frieden. Viele haben inzwischen Probleme mit dem Wort Herr, weil man dann denkt man sofort an Mann und Herrscher. Es hilft vielleicht, ich springe aus dieser Sprache nicht heraus, aus vielen Gründen. Es hilft aber vielleicht, diese Assoziation zu relativieren, wenn man sagt, das ist ja nur eine Hülle drumherum, um den unaussprechlichen Namen Ich bin da. Man könnte dieses Ich bin da auch übersetzen mit Ich bin der, der da sein wird. Das ist ein Futur, springt in dem Namen drin. Dann würde dieser Name bedeuten, du fragst mich nach meinem Namen, Mose, wacht's ab. Geh los und du wirst mich erfahren als der, der da ist in der entscheidenden Stunde. Und das ist dann ja wiederum ein wunderbarer Gottesname. Gott, der du da sein wirst, wenn ich jetzt losgehe. Also, dann kann man auch sagen, der begleitende Gott, die begleitende Gottheit, die mich mein Leben lang begleitet. Gottheit tief verborgen, betend nahe. Ich lese ja dieses wunderbare Lied von Thomas von Aquin. Das ist eben die Gottheit, die mich umhüllt. Vater, Sohn und Geist, sagen wir Christen in dieser Einheit des Atmens und in diesem Atem gehe ich mit und du wirst da sein. Du bist der, der da sein wird. Ich bin der, ich bin da. Da ist aber auch sofort gesagt, fixier mich nicht. Denke nicht, dass du mich durch den Namen im Griff hast. Ich bin ansprechbar. Aber ich bin auf eine Anwesenheit ansprechbar, die dich hinweist auf etwas, was noch aussteht, was kommen wird und was kein Name jetzt ausdrücken kann. Gehen Sie doch ein bisschen am heutigen Tag mit diesem Namen spazieren. Du, der da sein wird. Du, der mich sendet und der da sein wird. Ich gehe, wenn ich an dich denke, Gott, nicht nur mit dem Gott in meine Lebensgeschichte hinein, der in meinem Rücken steht und der mich gesandt hat, sozusagen auf den ich baue wie auf einen Felsen, sondern du gehst auch mit dir, du gehst sogar voran und ich werde dich wiedersehen und eine Seite von dir entdecken, die ich aus der Vergangenheit heraus von dir noch nicht kenne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.